Schau, wie gehe ich die größeren Probleme meines Lebens an? Es gibt keine großen Probleme in deinem Leben. Jemand muss mir helfen, das zu verstehen. Was ist das große Problem, von dem du sprichst? Es geht nur darum, welche Arbeit wählt man, welche Frau heiratet man. Das deckt es in etwa ab. Weißt du, wohin du in den Urlaub fahren sollst? Ob man heiraten oder nicht heiraten soll? Weißt du, das sind die Dinge, nicht wahr? Das sind keine großen Probleme, das sind alles kleine Dinge in deinem Leben. Ja. Oh, ist es etwa nur eine kleine Sache, wen ich heirate? Ich sage nicht, dass es eine kleine Sache ist, aber als ein Problem ist es ein kleines Problem, ein winziges Problem. Als Auswirkung auf dein Leben, ja, es gibt viele Dinge, aber das ist etwas, was Menschen seit Millionen von Jahren getan haben. Wir haben genügend Erfahrung in diesen Dingen, nicht wahr? Wir wissen, dass welche Arbeit wir auch immer machen, wen wir auch heiraten, es nur darauf ankommt, was wir daraus machen. Jede einzelne Erfahrung in deinem Leben kannst du zu einer bereichernden Erfahrung machen. Aus jeder Erfahrung in deinem Leben kannst du einen Fluch machen. Weißt du, es gibt nichts Falsches an deiner Arbeit, welchen Beruf du auch immer ausübst. Es ist nichts Falsches daran, diese Arbeit zu bekommen, es ist nichts Falsches daran, diese Arbeit zu verlieren. Es ist nichts Falsches daran, zu heiraten, es ist nichts Falsches daran, sich scheiden zu lassen. Es ist nichts Falsches daran, nicht zu heiraten. Es gibt nichts Falsches an irgendwas. Es ist nichts Falsches an dem einen oder anderen. Aber es ist nur, dass du ein Elend daraus machst. Das ist falsch. Wenn du das eine tust, machst du Leid daraus. Wenn du das andere tust, machst du Leid daraus. Das ist es, was mit dir nicht stimmt. Du hast also geheiratet, ist das falsch? Das ist nicht der Punkt. Daran ist nichts falsch. Du hast nicht geheiratet, ist das falsch? Nein, daran ist nichts falsch. Das ist auch wunderbar. Du hast dich scheiden lassen, ist das falsch? Nein, das ist auch schön. Es ist nur, dass du aus jeder Sache ein Elend machst. Das ist es, was falsch ist. Kümmere dich nur um dieses eine Problem, dann wird alles geklärt. Das ist es, was wir uns anschauen, wie man nicht aus allem ein Elend macht. Wenn diese eine Sache geklärt ist, ist doch alles geklärt, oder? Wenn du weißt, wie glücklich du durch diese Welt gehen kannst, durch Ehe und Scheidung und Zölibat und alles, wenn du weißt, wie du glücklich durch diese Welt gehen kannst, was ist dann das Problem? Was auch immer du tust, ist schön, nicht wahr? Bedeutet das, einfach nur zu sein, dieses ganze Leben glücklich zu leben, ohne sich selbst zu erkennen, ist genug? Das kommt als nächstes. Wenn du nicht einmal weißt, wie du glücklich sein kannst, habe keine solchen Ziele wie Selbsterkenntnis. Sie sind sehr weit weg von dir. Glück ist nur ein Gemütszustand und jeder kann... Schau, du lehnst einfach etwas sehr Grundlegendes für dein Leben mit einer dummen Definition ab. Glück ist nicht nur ein Gemütszustand. Es ist einfach die Grundlage für die Qualität des Lebens, das du hier lebst, nicht wahr? Ist es eine kleine Sache, das Glück? Oh, es ist nur ein Gemütszustand. Ist es eine kleine Sache? Es ist das größte Problem, nicht wahr? In deinem Buch hast du geschrieben, das Mindeste, was man im Leben tun muss, ist glücklich zu sein. Ja. Ja, und wenn ich das in meinem ganzen Leben tue, werde ich dann mein Leben erfüllen? Nein. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, wenn das nicht möglich ist, vergiss Selbsterkenntnis und all den Unsinn, es ist nicht einmal in deiner Nähe. Wenn du fähig bist, freudvoll durch diese Welt zu gehen, dann könntest du davon sprechen, darüber hinauszugehen. Wenn du nicht einmal fähig bist, freudvoll hier durchzugehen, über etwas darüber hinausgehendes zu sprechen, ist nicht gut. Es gibt keinen Weg, ich sage es dir. Es gibt einfach keinen Weg für einen Menschen, der ständig und jederzeit innere Kämpfe auslöst. Wie wird er mit den Fesseln des Lebens umgehen und wie wird er sie transzendieren? Das steht außer Frage. Es entsteht nicht in deinem Leben. Das Erste ist also, darauf hinzuarbeiten, ein glückseliger Mensch zu sein. Wenn das geschieht, wird der Rest sehr einfach. Denn ein glückseliger Mensch, sobald dein Glück nicht auf dem Spiel steht, wirst du alles tun, was nötig ist, nicht wahr? Im Moment kannst du nicht tun, was nötig ist, weil dein Glück immer auf dem Spiel steht.
Du überlegst, was ist das Richtige, was ist das Richtige? Es gibt in deinem Leben nicht das Richtige. Es gibt in deinem Leben nicht das Falsche. Wenn du dich darauf verstehst, nicht aus allem, was du tust, ein Elend zu machen, dann ist alles, was du tust, das Richtige. Wenn du aus allem, was du tust, ein Elend machst, dann ist alles, was du tust, das Falsche. Das ist also das einzige Problem, das du dir anschauen musst. Die anderen Dinge sind alles Kleinigkeiten. Was spielt es für eine Rolle, auf welche Weise du sie machst?